herzlich und dann neu durch hier auf meinem Kanal. Reisen und so weiter. Heute bin ich hier in Duisburg und da ist der Leitgeberbrunnen und zwar eingeschaltet, beziehungsweise in Betriebsbetrieb. Denn seit dieser Woche, Mitte Juni 2021, ist der Leitgeberbrunnen wieder aktiv. Und das ist auch der einzige Brunnen hier, der jetzt eingeschaltet wurde. Alle anderen Brunnen sind leider noch nicht eingeschaltet, aber werden bald folgen. Und es wird richtig nass, sehr, sehr cool, geil. Ich brauche Wasser passt perfekt zu der aktuellen Hitze hier in Duisburg. Denn hier ist wirklich sehr heiß. Gestern war es bis zu 20 Grad warm. Und Wasser ist richtig gut. Ist richtig gut. Der Leitgeberbrunnen ist der schönste Brunnen hier in der Duisburg City. Viele sagen, dass sie total hässlich und so weiter, aber ich finde den sehr, sehr schön. Und ich freue mich sehr, dass der Brunnen wieder aktiv wird. Was ich nicht so schön finde, dass die Kinder hier planschen und den Müll hier sogar hinterlassen. Seht ihr? Hier sind diese ganzen Eisverpackungen und auch Süßwarenverpackungen. Das passt einfach nicht. Das hört einfach nicht rein. Es gibt so viele Abfalleimer hier in der Gegend. Und das seht ihr auch von Niki de Saint Halle und Jean Saint Gurley. Leitgeber. Er baut im Jahr 1991 bis 1993. Im Jahr 1993 wurde das hier aufgestellt. Und die Partnerschaft kriegt diese Deutsche Bank, die alle Duisburg. Das ist die Filiale hier, das ist die Hauptfiliale hier. Für alle Filialen hier in hier im Raum Duisburg. Sehr schön, ja. Wunderschön. Leider liegt ja so viel Dreck rum. Das muss einfach nicht sein. Und ihr seht, dass das Baden verboten ist. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich war ja reiseständig auch in Paris. Ich reiseständig auch in Österreich. Nach Kroatien. Aber ich habe noch nie gesehen, sowas. Da hat jemand was hier vergessen, ein T-Shirt. Oder was ist das? Ist das eine Tüte? Eine Tüte ist das. Aber das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Der Brunnen ist sehr wunderschön. Sehr schöner Brunnen. Die Welt unter uns befindet sich die Oberstation. Königin-Heinrichsplatz. Also die Verdüfferer-Straße, Königstraße. Und es ist genau fast jetzt 1:30 Uhr, es ist fast 1:30 Uhr, und ich bin noch relativ ruhig, ich bin gleich gestern, erstmal wirklich in die Hölle los. Gestern klatschen mir sehr viele Kinder und ich wollte gestern ein paar Videos machen, aber es war unmöglich, es war wirklich unmöglich. Ich habe 10 Minuten lang gewartet, aber es ist fast, es kam sogar noch mehr. Ich habe nicht gegen Kinder, aber ich höre einfach hier nicht rein. Und man kann auch sehr gut sehen, dass die Abfall hier hingelassen. Hätte ich eine Tüte dabei und jetzt eine Badeschuhe, dann hätte ich hier reingegangen und den ganzen Müll rausgenommen und in die Abfalleimer reingetan. Aber leider habe ich das nicht. Duisburg ist einfach wunderschön, muss man sagen, muss ich einfach sagen. Ist einer der schönsten Orte hier in Duisburg hier und auch einer der so erfrischendsten. Nicht jeder macht einen Leitgeberbrunnen, aber ich mag ihn einfach. Ich mag ihn einfach. Er gehört einfach zu Duisburg. Ich kann mir Duisburg ohne die Leitgeberbrunnen gar nicht vorstellen. Ist der Hauptanziehungspunkt hier in Duisburg. Und auch der, quasi auch der Mittelpunkt, neben dem König-Heinrichsplatz. Ich laufe mal jetzt eine Runde um den Brunnen.
Die anderen ist natürlich frei und man darf hier nicht baden. Gut zu wissen. Ist auch wunderschön. Oh, wie schön. Man kann hier wunderschöne Fotos machen. Hinter ist nämlich der Galaxie-Kaufhof. Ich glaube, kann man auch sehr, sehr gut shoppen. Und hier links ist die so Bankenmeile mit so Sparkasse, Commerzbank, hier haben wir so die Dresdner Bank drin, Deutsche Bank, Nationalbank, Taro Bank. Es sind sehr viele Banken vertreten. Eigentlich der Müll für links der Fall. Und schaut mal das an. Schaut euch das mal an. Das ist alles Sand. Oder was hat Grünzeugs. Das ist Grünzeug. Ich habe auch sehr viele Kinder gestern hier mit so einem Papier gesehen. Und hier sieht man auch Bäume. Sehr schöne Brunnen hier. Die Kommerzbank, Sparkasse. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Warte, ich wende noch den Rundgang hier. Den 63 Grad Rundgang, Panorama. Mit diesem Stück hier, genau. Ich habe angefangen. Und jetzt endet das Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.